Und wir werden damit antworten, mit einer offiziellen Beschwerde uns an ihre Sponsoren wenden. Ja. Wir werden uns mit einer offiziellen Beschwerde an ihre Sponsoren wenden. So. Ihr seid am Zug. Das hört sich nicht gut an, Sir. Ja. Wer ist jetzt die Schlampe, du Hosenscheißer? Oh Mann, ich habe wirklich ein paar unglaubliche Sachen da gesagt. Ja, jetzt hat sie Selbstbewusstsein. Oh, ich sollte das Gasthaus kontaktieren. Ich sehe dich dann später. Mir ist wohl da irgendwie gerade was durchgebrannt, als ich alle beleidigt habe. Nein? War ich angsteinflößend? Nee, ich würde sagen, du warst ziemlich cool. Was haben diese Penner verdient? Oh, wirklich? Gott sei Dank. Sie scheint erleichtert zu sein. Da war mal eine Zeit, nicht allzu langer Zeit, da dachte ich, ich wäre besser dran, wenn es zumachen würde. Aber es ist wie mein Zuhause. Ja, weil es dein Zuhause ist. Es ist der Ort, an dem jeder in meiner Welt sich befindet. Ich kann nicht zulassen, dass es schließt. Scheint so, als würde Yukiko langsam ihre wahren Gefühle zeigen. Ja. Scheint so, als hätte sich da in ihrem Kopf hätten sich ein paar Zahnräder umgedreht. Just a little longer. Hey, kannst du nicht noch ein klein wenig länger bleiben? Mein Herz rast immer noch. Bitte? Ja. Thank you. Wird jetzt auch nicht mal gesagt, was wir da gemacht haben, ne? Naja. Oh, welcome home, scheint wohl noch nichts Wildes zu sein. Gut. So. Scheint bei manchen geht's jetzt wirklich so ins Eingemachte. Ans Eingemachte, nicht ins. Das klingt ekelhaft. Naja. Speichern wir nochmal eine Runde. Und dann, was machen wir dann? Nanako, 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 oder nicht so. Ich weiß gerade irgendwie nicht. Ich glaube, ich gehe was lesen oder irgendwie was machen. Ein paar Eigenschaften. Ne? Gehen wir nochmal lesen hier. Spaß mit Zahlen. Da kriegen wir Fleiß und Wissen dazu. Fleisch und Wissen, ne? Meat! Naja. Ein neuer Tag beginnt. Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Kein Anruf, kein gar nichts. Dann verbringen wir doch ein wenig Zeit draußen, was auch sonst. Weiterer heißer Sommertag in den Sommerferien. Mensch, was kann man sich denn mehr wünschen? Eigentlich, wir sollten mal die Option haben, dass wir ins Schwimmbad oder so gehen können. Also bei Persona 4 Golden gibt es ein Event, wo man, wo alle zum Strand hinfahren. So, Changing Careers.
Kaufen wir mal. Okay, bin ich mal interessiert an so einem Fotobuch. Hard Boots? Ach, shit. Ich glaube... Ach, Mann, da habe ich vorhin erst, glaube ich, noch welche verkauft. Verdammte Scheiße, ey. Ach, fuck. Scheißdreck, ey. Ich hatte davon noch welche, sogar noch ein paar mehrere davon. Aber ich Dödel hab die alle verkauft. Ich werde mal kurz hier im Laden schauen, ob der da welche noch hat von. Das ist eine Waffe für GA. Ach shit! Verdammt, ey. Ja, dumm gelaufen, würde ich mal sagen, war das. Können wir aber jetzt auch nicht mehr ändern. Habe ich wohl, verpennt. Nun denn. Doch, naja, nur Cowboy Boots. Was soll's. Können wir nicht ändern. Machen wir so weiter. Gut. GA, Yukiko. Weiß nicht wer. Yosuke. Gar nicht. Können wir mal nach Yosuke schauen. Das wäre auch mal was. Vielleicht ist der heute zufällig da. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Mit unserem alten Buddy. Der ist eigentlich bei Junesse immer, wenn keine Schule ist. Oh yeah. Und er ist sogar heute bereitwillig, seine Zeit mit uns zu teilen. Ich für eine Minute sprechen, da ist etwas, was ich dir sagen möchte. Oh je. Scheint eine ernste Angelegenheit zu sein. Dann verbringen wir doch mal den Tag mit ihm. Let's go. Hell yeah. Aber was hast du denn heute auf dem Herzen? Oh, ernste Musik. Am Flussbett. Sind hier mit einem aufgeregten Yosuke hingegangen. Und er hält etwas in der Hand. Ich habe das gefunden. Es ist ein Print Club Sticker, den ich mit Saki Senpai gemacht habe. Als ich zuerst hingekommen bin, bestand sie darauf, ihn zu nehmen. Oh ja. Aber dann war irgendwas in mir drin. Ich dachte, ich würde über diesem Ort hier stehen. Viele haben mich als den Feind angesehen, nur weil Jeunesse das ganze Einkaufsviertel ruinieren würde. Aber als ich sie getroffen habe, sagte sie mir, Eltern sind Eltern und du bist du. Müllers Kuh. Ja, das hatte ich beeindruckt, ja. Selbst wenn sie es wirklich nicht so gemeint hat, machte es mich glücklich. Es kam aus ihrem Mund. Nein, ach, ich will mich da jetzt auch nicht weiter drüber lustig machen. Ist ja eine sehr ernste Geschichte. Wissen wir ja, dass ihn das innerlich zerreißt. Wegen ihr habe ich angefangen zu denken, vielleicht ist diese Stadt doch gar nicht so schlecht. Aber dann hat sie dich sitzen lassen, starb sie. Ja, ich werde ihm, glaube ich, nicht jetzt in die Fresse sagen, sie hat dich sitzen lassen. Auch wenn es ja eigentlich so halb stimmt. Warum? Warum musste sie nur sterben? Falscher Platz, falscher Ort. Das nervt mich so sehr. Es macht mich richtig sauer. Ich wollte mehr mit ihr reden. Ich wollte sie besser kennenlernen. Ich wollte heiraten. Ich wollte Kinder. Aber
Sie ist nicht mehr hier. Und er trauert laut. Er schnieft. Ju, ich verstehe es nun. Ich wollte Saki-Senpai vergessen. Dass sie wirklich nicht... Einfach so, dass sie nicht mehr hier ist. Ich wollte vergessen, dass... Dass ich ein langweiliges Leben hier im Nirgendwo lebe. Als die Morde angefangen haben... Da war ich wirklich aufgeregt. Ich dachte... Es gibt endlich einen Sinn für mich, dass ich hier in Inaba bin. Jetzt redet er schon wie sein Schatten irgendwie. Ich dachte, ich könnte Senpai vergessen. Aber vergessen, dass sie weg ist. Ich in Windeseile ging ich, verfolgte ich die Mörder und dachte nie darüber nach. Und bla bla bla. Ach, egal. Scheiße. Ich habe nicht mal den ersten Schritt unternommen. Es tut mir leid, Saki-Senpai. Es tut mir leid, Yu. Also er hatte nur die Morde im Kopf und suchte das als Ausrede für seinen Sinn, hier zu sein und alles andere zu vergessen. Ja. Komm, Junge. Ich verstehe dich schon. Oder... Ach man, das ist so schwierig. Okay, sagen wir mal, entschuldige dich nicht immer. Aber ich habe dich mit in diesen Fall hineingezogen. Und alles, was ich getan habe, ist, vor mir selbst wegzulaufen. Schaut uns an und seine Augen sind rot. Aber ich denke, ich bin nun erwacht. Ich muss darüber hinwegkommen, dass Saki-Senpai nicht mehr zurückkommt. Dann, wenn dieser Fall endet, dann habe ich nichts mehr, wo ich hinlaufe, wo ich weglaufen kann. Und ich werde mich nicht verändert haben. You made me realize that. Sieht so aus, als können wir als würden wir als Yosukes Krücke. Ach ja, Mann. Also bei Level 8 stellen sich da ihren Geistern immer. Ah, ich denke, ich habe ausgeweint. Kopf streicheln, ihn umarmen oder ihn in Ruhe lassen. Komm hier, eine Umarmung unter Brüdern. Ach du. Du Trottel, das ist doch für Mädchen. Das tut weh, verdammt. Jetzt fängt er schon wieder an zu weinen. Ach Gott, die Hose, okay. Oh, welcome home, big bro. Ach, Yosuke, ach, Yosuke. Was soll man nur mit ihm machen? Ich meine, der ganze Fall ist doch jetzt vorbei und eigentlich, ja. Naja, wir müssen mal schauen, wie das weitergeht. Scheint ja schon wieder etwas auf die richtige Bahn gerückt zu haben. Dass er langsam akzeptiert, dass seine heißgeliebte Saki ja schon jetzt seit fast 4 Monaten nicht mehr da ist. Aber okay, so, ich habe mich mal entschieden, wir gehen jetzt mal ins Krankenhaus zum Arbeiten. Und möglicherweise setzt sich unser Social Link hier ja fort. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir da zuletzt noch ein Level abgekriegt haben oder... Naja, werden wir ja sehen, egal. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt hier beim letzten Mal hatten. Hatten wir schon die alte Frau, oder? Kennengelernt? Oder passiert das vielleicht jetzt?
Ah ja. Die alte Frau in dem Trauergewand steht dort wieder. Ah, okay, wir hatten sie schon kennengelernt. Da habe ich ja nichts gespoilert, zum Glück. Guten Abend. Es tut mir leid, was beim letzten Mal passiert ist, als ich dir in dein Gesicht gestarrt habe. Du sahst einfach wie aus wie jemanden, den ich kenne oder kannte. Die alte Frau lächelt. Arbeitest du hier? Ja, Teilzeit. Ist das so? Oh, ist das so? Das ist wunderbar. Ich habe eine Enkelin in deinem Alter. Sie ging allerdings heute schon nach Hause. Darüber nachdenke, dich hier zu treffen, ist ein Wunder. Okay. Aber ich werde nicht mehr hierher kommen. Weshalb sind sie hier? Das ist keine allzu große Stadt. Wir könnten uns vielleicht auch öfter über den Weg laufen. Ich mag es gern, die Sonne am Flussbett zu genießen, wenn ich freie Tage habe. Ja, ist das ein kleiner Hinweis? Der Fluss funkelt so schön und es fühlt sich so gut an, dass es mich betrauert. Ich werde nun gehen. Der Fluss an freien Tagen, ja? Die alte Frau ist gegangen. Ach. Oh, you're here. Wo wir schon von Timing gerade reden. Das Zimmer da drüben, in dem Zimmer da drüben muss noch etwas gearbeitet werden. Vielleicht könntest du... Ach, was auch immer. Geh einfach hinein. Okay. Okay, alles ist wieder in Ordnung. Der Patient, der hier in diesem Raum war, ist vor einer Weile gegangen. Ich will, dass du den Boden wischst. Frag nicht, was hier passiert ist. Okay. Oh, ich hab nur Witze gemacht. Der Patient, der hier war, wurde heute entlassen. Er ist quasi von den Toten wieder auferstanden. Ach du Kacke. Die hat doch echt einen morbiden Humor. Er war ein guter Patient, der immer zugehört hat. Und noch dazu, er bestand darauf... Nee, er war der Präsident einer Firma im jungen Alter. Er war süß. Hat sich nicht beschwert und unabhängig. Er wollte wieder zu seiner Arbeit zurückkehren. Und zwar mit der Macht der Verzweiflung. Dank seines Durchhaltevermögens war er in der Lage, früher zu gehen, als wir es geplant hatten. Okay. Fitter Turnschuh, ja? Danke, dass Sie sich um mich gekümmert haben, sagte er. So glücklich zu mir. Dann drehte er sich um und ging hinaus. Hat er dich sitzen lassen, ne? Er sagte so dämliche Sachen wie, dass er mich geliebt hat. Oh. Aber du möchtest doch wahrscheinlich genauso einen Mann haben, ne? Alle verlassen sie einen. Sie brauchen mich nur, wenn sie meine Patienten sind. Letztendlich verlassen sie mich alle. Oh. Das ist halt dein Job. Such dir jemand außerhalb deines Jobs, der dich dann nicht mehr verlässt. Oder warum suchst du hier nicht einen anderen Job? Ist doch gut, dass es ihm besser geht und... Ja. Krieg für mich.
Ach, so ist das einfach. Sagen wir jetzt so. Ja, und das aus dem Mund eines Kindes? Sie zuckt mit den Schultern. Das muss doch alles keinen Sinn gemacht haben. Vergiss einmal, was ich gesagt habe. Ich werde einen anderen Hausmeister fragen, sich um diesen Raum zu kümmern. Die Straßen sind dunkel, du solltest nicht mehr hier sein. Du möchtest nicht geschnappt werden. Von mir. Ah. Welche Strafe steht denn darauf aus, Doktor? Irgendwie ist die so ein bisschen verbittert, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen gereizt vielleicht. Scheint so, das alles, was sie uns hier jetzt mitgibt, hat sie selber schon mal durchgemacht. Und zwar aus der Seite, auf der anderen Seite, dass sie solche Sachen abgekriegt hat. Nice work. Nehme ich mal als Kompliment. ¥6.500, ey, komm, da war doch ein bisschen mehr noch drin. Naja. Gut, nächster Tag. Wieder können wir nur warten. Was machen wir denn heute? Wir kriegen einen Anruf. Oh, yeah. Ich passe mal. Frage ist, was machen wir jetzt? Also einem super Freitag. Wir schauen erstmal noch, was wir so für Personas haben. Hatten wir überhaupt für ihn eine gehabt? Ja, hätten wir sogar. Jetzt haben wir auch. Speicher war doch mal kurz. Und schauen wir mal, wer heute so mal wieder nichts zu tun hat. Also dafür, dass wir eigentlich hier fertig sind, könnten wir eigentlich, also dass wir den Täter geschnappt haben, könnten wir eigentlich mal ein bisschen mehr wieder feiern hier. Stattdessen sind alle irgendwie so ein bisschen in Trauerlaune.